Hallihallo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Krok 2. Und ja, ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Ja, Krok 2, das ist ein ziemlich kurzer Titel, nebenbei bemerkt, aber ja, trotzdem ist es ja ein schönes Spiel. Naja, wird sich vielleicht noch rausstellen, vielleicht wird mich das Spiel auch nerven, aber wir gehen mal ganz urteilsfrei an die Sache ran, ne? Und außerdem kenne ich das Spiel ja auch, ich find's schön. So, wir gehen nochmal zu Tiefpreis Pete in seinen Laden und kaufen uns mal ein paar Dinge, die wir gebrauchen könnten. Hallo, Krok! Wie kann ich helfen? Ja, du könntest mir helfen, indem... Ich glaube, ich kaufe mir nochmal so einen gelben Hüpfer. Obwohl, vielleicht kann ich auch mal ich hole mir so einen Gelee-Hüpfer. Ja, danke, danke, danke. So, Gegenstand kaufen. Und nochmal ein Aufziehgobbo. Die brauchen wir immer öfter. Dies, mein Freund, ist unser Spitzenaufziehgobbo. Kostet nur 50 Kristalle. Gegenstand kaufen. Dankeschön. Ja, das nehme ich. Mhm. Okay, und das war auch erstmal das Letzte, was wir brauchten. Danke. Tiefpreis, Pete. Und es wird Zeit, dass wir in das nächste Level gehen. Mal sehen, was uns dort erwartet. Ja, und zwar wäre das dieses Level. Ich wechsle mal kurz den Speicherslot. So, hallo, du, was ist mit dir? Oh, Gobbo ist in Gefahr. Gobbo ist in großer Gefahr. Warum ist Gobbo in Gefahr? Gobbo sollte Schatz bewachen. Gobbo ist eigen geschlafen. Dantinis haben Schatz gestohlen. Versteckten 5 Schachteln in dunkler Grube. Gobbo ist jetzt in großer Gefahr. Krok muss Gobbo helfen. Krok muss Schatz finden. Gobbo darf nicht in Gefahr sein. Ganz genau. Dafür ist ja unser Held aller Helden und Retter aller Retter Krok da. Mhm. Alles klar. 5 verlorene Schatztruhen suchen. Mhm. So. Gut, Leute, dieses ist ein ziemlich düsteres Level. Also ich hoffe, ihr seid nicht irgendwie groß... Ich hoffe, eure Stimmung ist schon ohnehin nicht getrübt. Ich hoffe, das Level wird euch... Und ich hoffe, diese dunkle Atmosphäre wird euch nicht noch mehr trüben. Naja, aber es heißt ja immer schön optimistisch bleiben, ne? Also immer schön positiv rangehen. Alles positiv betrachten. Möglichst vielleicht, euer ja. Gut. Okay. Aber das ist jetzt wieder dieses klassische Krok-Thema, was ich da raushöre. Hört ihr das? Genau, das meine ich irgendwie. Das ist genau dieselbe Melodie, die es immer gab. In Krok. Oh, ein Herz. Aber wir haben jetzt volle Energie, ne? Genau. Also immer wenn wir durch das Herz reinlaufen, dann wird unsere Lebensanzeige oder unsere Lebens... Also, ja, die Lebensanzeige wird nochmal eingeblendet, ja. Ich weiß nicht, ob ich das Lebensanzeige nennen soll oder... Oder Lebenszahl klingt irgendwie so ein bisschen, nee, es klingt irgendwie ein bisschen zu perfide. Aber, also die Anzahl an Treffer, die wir noch einstecken können. Ja, und ich würde, ja, wisst ihr was, ich glaube, ich würde es irgendwie als Lebensanzeige doch irgendwie beschreiben. So. So. Mit Strom spielt man nicht. Man hüpft einfach drüber. Ganz genau. Und hier haben wir nochmal unseren Auftritt für unseren Aufziehgobber. Im Übrigen wird es hier jetzt auch ein schwierigeres sein, alle Kristalle einzusammeln. Ja, das ist so eine Sache. Komm, 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 komm! Ja! Eine saubere Leistung auf Zigobbo. Respekt. So. Und da ist ja schon wieder ein Herz. Also wir kriegen hier ziemlich viele Herzen.
So, das ist Nummer 1. Ein Gobbo und eine 1 ist drauf abgebildet auf dieser Münze. Schön. Ja, also... Also hier groß was... Sich groß um seine Gesundheit Sorgen zu machen, ist hier ziemlich... Momentan, zumindest in diesem Raum, ziemlich... Fast absurd, weil hier so viele Herzen rumhängen. Rumfliegen, ja. Guck mal, die Gegend hat uns richtig lieb. Oh, ja. Ja, die Ballons haben zwar an Tempo verloren, aber sie machen immer noch das Richtige. Okay. So, Vorsicht. Ja, genau das meinte ich. Warte mal, ich versuch das jetzt nochmal. Nach der zweiten Kurve. Na, okay, stopp, nochmal. Ich will die jetzt mal versuchen zu kriegen. Okay. Wir haben es geschafft. Wir haben sie. So, aber da gab es jetzt keine Kristalle, ne? So, jetzt ist die Frage, wo sollten wir denn als nächstes hin? Sollen wir da hin? Ich glaube, ich gehe auf die andere Seite. Die ist ein bisschen... Da habe ich irgendwie gerade ein besseres Gefühl. Okay, da nicht, aber hier. So, manchmal muss man mit der Gondel nochmal ein bisschen hin und her fahren, wie zum Beispiel jetzt eben, weil wir haben nämlich einen bunten Kristall verpasst. Daher... Und nochmal bitte. Wir müssen nochmal zurück. So, und wenn der Scheinwerfer kommt, der andere, springen. Super. Gotcha. Und jetzt nochmal zurück. Ja, seht ihr, manchmal braucht man schon einige Versuche hier in diesem Spiel. Gut, mal sehen, was uns jetzt hinter diesen Schienen erwartet. Oh, die Musik klingt so richtig düster. So, okay. Also hier. Vorsicht. Diese Kisten sind nicht ohne. Sie explodieren und versinken. Schnell davon weg. Solange sie euch als Übergang dienen, ist es in Ordnung. Aber sobald sie euch in Gefahr bringen, schnell weg. Das ist eine Lebensweisheit. Hasu! Seht ihr diese Melodie? Das ist das übliche Thema von Croc. Die übliche Croc-Melodie. Und die gefällt mir. Die ist richtig harmonisch irgendwie. Die gefällt mir so, ja. So, Schatz Nummer 2. Ne, das war's. Genau, Schatz Nummer 2. Wie viel haben wir jetzt? Startmenü mal kurz. 47 Kristalle und 2 bunte, okay. Sieht man gern. Ist hier noch was ich vielleicht wissen sollte? Oh, nee, anscheinend nicht. Wissen, was ich einsammeln sollte. Das wäre eigentlich Grammatik, das wäre eigentlich von dem Sinn und Zweck, was ich eigentlich sagen will, sinnvoller, ja. Naja, verquatschen tut man sich oft, ne? Aber aus Fehlern lernt man ja, ne? So, letzte Tour mit diesen Schienen. Danach kommen noch andere. Wow! Erwischt! Moment mal. Ich meine, in so einem Tunnel wäre auch mal so ein bunter Edelstein gewesen. Oh. Oh, Moment. Oh Gott, Leute, dieser Ort macht mir irgendwie... Der hat mir damals...
als das Spiel rauskam und ich es mir gekauft habe, das war so, wann war das? 1999 oder so? Ich weiß, kenne jetzt das Veröffentlichungsdatum von diesem Spiel nicht, aber damals, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, hat mir dieser Ort so irgendwie richtig Angst gemacht und das macht es auch heute noch irgendwie. Gruselig. So, durch die Kisten kriegen wir auch immer Kristalle hinzugezählt. Ja. Ist ja schön, wenn man eine Belohnung erhält. Hopp. So, gibt's da etwas? Nein? Okay, dann gehen wir einfach zurück. Ah, was heißt zurück? Wir gehen weiter. Aber es hat irgendwie den Anschein, weil dieser Raum irgendwie so spiegelähnlich ist, hat man irgendwie die Vermutung, dass man zurückgeht. Das ist ulkig. Gut. Du Riesenschlitten auf Schienen. Du kriegst jetzt nochmal einen. Du kriegst jetzt auch deinen Auftritt. Ah! Na. Okay, das war irgendwie nicht gerade sehr gekonnt. Ja, gerade jetzt sollten wir nochmal zurück. Ihr wisst warum. Ihr wisst, was wir verpasst haben. Hab dich. Also ich korrigiere, wenn man alle 100 Kristalle einsammelt in einem Level, gibt das keinen Bonus, man hat dann einfach nur mehr Geld. Genau. Das heißt, man kann sich dann noch mehr Items kaufen. Genau. Gelee-Hüpfer oder Aufzieh-Gorbus mehr Treffer. Eine erhöhte Lebensanzeige, ja. Eine erhöhte, ja. Ja. Lebensanzeige eben. Ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Damit Krog mehr Treffer aushalten kann. Oh, das ging ja wie geschmiert. Das gefällt mir. So, entschuldige, dass ich gerade so radikal mir Platz machen musste. Oh. Ja. Dem aufmerksamen Zuseher hat wohl gemerkt, ja. Krog kann sich auch an Seile hängen und sich rüberschwingen an höhere, größeren und über größere Distanzen somit. Kann damit größere Distanzen überwinden, genau. Oh, hallo, ein Katapult, das kommt mir doch bekannt vor. Schnell, Krog, spring aufs andere Ende. Gobo hat Schatztruhe gefunden. Oh, Schatztruhe? Gerne doch. Ja, damit hat man Krog auch auf die Matrosendorfinsel befördert. Ja. Yippie! So, das ist Schatz Nummer 4. Genau, 4. Und hast du noch was zu sagen? Du bist ja irgendwie jetzt ganz da in der Ecke. Willst du nicht rauskommen? Bitte komm raus. Es ist irgendwie so traurig, dass du da in so einem engen Raum, in so einer engen Ecke sitzt. Ah. Okay. Eine zweite Runde mit diesem Gefährt ist also fällig. Okay, nochmal. Dass ich so diesen Kristallen hinterher jage. Naja. Kann uns ja irgendwie helfen, das Gute. Unser Gut haben, ne? Hopp! Und noch einmal. Schnell vorwärts. Jawoll! Klasse! Du bist Weltklasse, Krog. Du hast es ja schon wieder geschafft. Badababa. Stopp!
Ah, nee, das war also dann auch noch nicht hier. Aber warte mal, wir haben jetzt 3 bunte Kristalle. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Ah, da ist der 4. Seht ihr, ich hab's gewusst. Da war irgendwie, war irgendwo so ein, in so einem Tunnel mit einer Lampe drin, war ein bunter Kristall. So, ich wäre dankbar, wenn die Kamera mal kurz drehen würde. Aber wo kommen wir denn jetzt dahin? Ich glaube. Moment. Stopp, erstmal gucke ich hier. Oh ja, ich hab's gewusst. Hier haben wir wieder einen Gelee-Hüpfer. Eine Position für einen Gelee-Hüpfer, und zwar den gelben. Ich hab's also richtig gekauft. Da ist der letzte Kristall. Und jetzt haben wir wieder unsere kleine Herausforderung, unsere Prüfung mit dem Goldlabor. Und hier, ja, das ist also nun der letzte Test, damit wir uns als würdig erweisen, den Goldkobo in den Händen zu halten. Moment. Wann? Jetzt, ja! Und... ja! Und letzter Sprung, hoffe ich. Ja! Naja, zweitletzter. Das ist der letzte Sprung. Aber das letzte Seil. Klasse. 2 Goldkobolds. Das ist doch schon mal eine erfolgreiche Beute. So, aber uns fehlt jetzt noch eine Kiste, ne? Die will noch gefunden werden, sonst können wir das Level nicht erfolgreich beenden. Dann müssen wir das Ganze nämlich nochmal machen, falls wir nämlich das Level unvollständig verlassen. Und keiner will es zweimal machen. Im Übrigen eine kleine Vorwarnung. Oder eine kleine Warnung zur Nutzung dieser Plattform. Wenn ihr zu nah an die Stange rangeht, fallt ihr durch dieses kleine Loch da durch. Obwohl Croc eigentlich da gar nicht durchpassen kann. Aber es passiert tatsächlich. Croc fällt durch. Und dann ist das riesig, das ist manchmal richtig ärgerlich. Und es ist auch für Croc nicht unbedingt, es ist auch für Croc nicht immer ganz ungefährlich. Daher Nummer 5. Ach ja, wisst ihr was? Ich glaube, man kriegt doch sowas wie eine Art Bonus, wenn man alle Kristalle findet. Ich glaube, dann füllt sich die Lebensanzeige nochmal, also die Lebensenergie von Croc nochmal füllt sich die Lebensenergie von Croc nochmal komplett. Weil jetzt wurden gerade nochmal die Treffer angezeigt und das Herz. Und ich glaube, es füllt einfach alles nochmal auf, falls man Schaden bekommen hat. Gut, Leute, wir haben das Level erfolgreich beendet. Wir haben den Goldgobo, 100 Kristalle. Wie gesagt, die 100 Kristalle sind nicht Pflicht, es ist einfach nur etwas, was man machen kann, nicht muss. Und willkommen zurück im Matrosendorf. Na? Danke, Croc. Kein Problem. Das ist immer die ultimative Begrüßungsformel, wenn man bestätigen will, dass man das Level erfolgreich gemeistert hat. Gut, wir gehen nochmal zu unserem Pete, Tiefpreis Pete, und kaufen uns schöne Sachen. Ja, ich glaube, die ganze Begrüßungsdings, das ganze Begrüßungssätze müssen wir jetzt nicht immer wieder uns anhören, oder? Na, was heißt, naja. Weil es immer dasselbe ist. So, aber jetzt ist die Frage, was soll ich mir jetzt für einen Hüpfer kaufen? Weil ab jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so, was jetzt so kommt. Chili-Hüpfer mit Erdbeergeschmack für lange Sprünge. Nur 80 Kristalle. Ja, so viel habe ich nicht. Pass auf, ja. Ich glaube, ich hole mir jetzt mal einen grünen. Chili-Hüpfer mit Limonadengeschmack ist für Doppelsprünge. Nur für 60 Kristalle. Pass auf, dass du den richtigen Gelee-Hüpfer für deine Aufgabe kaufst. Ja, ich weiß nicht, welcher Hüpfer jetzt benötigt wird für die nächste Aufgabe. Aber ich glaube, ich sollte jetzt mal einen anderen Hüpfer nehmen als nur der gelbe. Und ich glaube, es kommt auch ein anderer. Ja, das nehme ich. Okay, dann gehen wir jetzt raus. Und gehen in das nächste Level. Ach ja, übrigens, Moment, da fällt mir was ganz Besonderes ein. Aber ich glaube, das werden wir mal im nächsten Part machen. Es gab ja noch so eine besondere Aufgabe hier im Matrosendorf. Aber dazu komme ich später mal. Ja, ich glaube, dazu komme ich im nächsten Part. Das wäre vielleicht
besser, zeitlich gesehen. Und das hier ist die berühmte Goldgobo-Tür. Die gibt's in jedem Dorf oder in jedem Heimatdorf. Und die öffnet sich nur, wenn man alle Goldgobos in dieser Gegend, hier zum Beispiel im Matrosendorf, eingesammelt hat. Ja, das ist bestimmt die härteste Herausforderung in diesem Dorf. Gut, wo gehen wir hin? Ja, wir gehen hier hin, zu diesem netten Hüpfer. Das ist nicht fair! Nicht fair! Das ist nicht fair! Die Riesenkrähe mag Sandwiches, klaut Gobbo im Vorbeiflug sein Essen, fliegt in den Dschungel. Gobbo hungrig. Wenn Krok Essen zurückholt, teilt Gobbo dann mit Krok. Gobbo teilt mit Krok. Und Gobbo hilft Krok auch. Guck, Gobbo hat Springenstiefel. Krok kann Gobbo an Orte werfen, die Krok nicht erreichen kann. Cool, ne? Bring in den Rucksack, Gobbo. Aha, oh, der wird uns also begleiten und bringt uns an ferne Orte, wo Krok nicht hinkommt. Da bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Gut, aber bevor wir uns diesem Abenteuer widmen, hol dir das Sandwich des Gobbos. Ja, wenn wir... Bevor wir uns diesem Abenteuer widmen, mache ich dann hier erstmal eine kleine Pause, okay? Aber verzagt nicht, ne? Für diejenigen, die gerne gespannt auf meinen neuen Part warten, es dauert ja nicht so lange, ne? Nur eine kleine Geduldsprobe von ein oder höchstens zwei Tagen. Ich versuche immer, diesen Rhythmus beizubehalten. Und lasst es euch bis zum nächsten Part einfach sehr gut gehen, okay? Bleibt stets gesund, optimistisch und ihr selbst. Und bleibt einfach so, wie ihr seid, denn so seid ihr richtig, ne? Bis zum nächsten Mal, euer TMBS Driver und Ciao.